Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Russland kommt nicht zur Ruhe. Nach den dramatischen Ereignissen rund um die Einführung des Zensuswahlrechts, die gescheitert ist im Übrigen, steht neuer Streit auf der Tagesordnung, denn die Regierung hat sich verpflichtet, gegenüber dem Landadel die Rechte der Frauen zu beschneiden, die Vormundschaft wieder einzuführen. Das wiederum regt jetzt diejenigen auf, die das Zensuswahlrecht beschließen wollten, nämlich die Intellektuellen und die Gewerkschafter. Und auch jetzt droht schon wieder eine Revolution, auch wenn es nicht ganz so dramatisch aussieht. Außer, es passiert irgendwas Besonderes und das kann immer passieren, wie wir zuletzt gesehen haben. Nun gut, bevor wir mit diesen dramatischen Dingen weitermachen, müssen wir eine organisatorische Sache erledigen. Und zwar geht es um Flotten. Ich habe hier eine Pazifikflotte bauen wollen. Und ihr habt zu Recht beobachtet, dass ich da leider einen Fehler gemacht habe. Und zwar, was ist das hier eigentlich? Ah, okay, das heißt nur, glaube ich, dass wir da nicht hinkommen oder so. Unpassierbar, ich weiß gar nicht genau. So, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe leider 35 Fregatten hergestellt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir wollen da die Flotten haben. Also wartet mal, wir gehen mal von hier aus. Ja, ich nehme das jetzt mal als Wink des Schicksals und lasse das so. Auch wenn es nicht ganz geplant war. Die werden wir jetzt hier erstmal zusammenlegen und das Ganze bestätigen. Und dann haben wir noch eine kleine Flotte. Wo kommt die denn jetzt her? Ah, das war ein Schiff, das gehörte zu Persien. Ja, ich glaube, das Schiff bringen wir dann zur Schwarzmeerflotte. Dieses einzelne Schiff hier. Bitte einmal rübergehen. Ja. 13 Wochen. Okay, so weit, so gut. Und der Admiral, der genügt, glaube ich. Wir können die Flotte jetzt noch umbenennen. Nennen wir sie Pazifikflotte. Bestätigen. Okay. So, ansonsten kann der da stationiert bleiben. Ja, dann nutzen wir sie zum Raiden, zum Überfallen von Versorgungsrouten und ähnliches. Nicht so richtig zum Kämpfen. Im Moment steht da, glaube ich, auch nichts großartig an. Wir werden sehen. Okay. Gut. Wir warten jetzt auf Folgendes. Wir sind ganz gespannt, wie das mit der Vormundschaft weitergeht. Revolution wird vermutlich erstmal zulegen. Eine Gruppe von Revolutionären hat eine russische Staatsbank in Masowien überfallen. Eine beträchtliche Geldsumme wurde gestohlen und in die Kassen der Revolutionäre umgeleitet. Schlecht. Wir können die Sicherheit der Banken erhöhen. Oder wir verlassen uns darauf, dass die Einheimischen mögliche Verdächtige melden. Nee, wir werden das tun. Erhöht jetzt erstmal die Regierungsausgaben für 2 Jahre. Ich will aber hier echt auf Nummer sicher gehen, die Revolution jetzt nicht weiter ansteigen lassen. Wer weiß, was passiert? So, hier sind wir bei 60%, sind aber immer noch in der Vorstellungsphase. Ein Politiker, Alexandra Herzen, ist gestorben. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir aktuell nicht... Ich glaube, der war aber kein relevanter Anführer einer EG. Nee, die anderen kenne ich, glaube ich, alle, die hier die Anführer sind. Nun ja, okay, in den Händen des Staates, das nächste Revolutionsevent. Hat er seinen Kopf gegen die Zellenwand geschlagen? Wurde er zu Tode gefoltert? Die offizielle Geschichte ist, dass der mit den Intellektuellen verbundene Revolutionär an der Cholera gestorben ist. Doch diese Geschichte überzeugt nur die Leichtgläubigen und jene, die wegschauen. Doch eines ist sicher, seine Anhänger sind sauer und sie gieren nach Blut. Mörder ruft die Menge, plus 10% und plus 5% politische Stärke. Eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, Radikalität wollen wir eigentlich nicht. Wir machen das mal. Wir lassen das mal so durchgehen. Soll das von mir aus 10% ansteigen? Aber die Intellektuellen halten an Stärke. Eigentlich wollen wir das, ja? Nur nicht im Rahmen dieser Revolution. Naja, gut. Maximum ist 75. Das ist alles noch handhabbar. So, jetzt wäre es schon schön, wenn wir hier mal in die nächste Stufe kommen. Ja, wir haben die Debattenphase erreicht. Sehr schön.
Klappt das jetzt vielleicht etwas besser? Ich würde mich freuen. Wir gucken mal hier. Die Munitionsfabriken am Ural sind fertig gebaut. Wie das Ganze jetzt läuft. Okay. Revolution in Indonesien. Also, was wir bemerken, die Zahl der Beschäftigten läuft jetzt schon relativ schnell ein. Also, der ganze Aufstieg, Qualifizierung, das hat sich deutlich entspannt. Wir sind auch bei 35% Alphabetisierung, das ist schon eine gute Sache. So, Munition. Die Situation entspannt sich hoffentlich. Grobes Vorgehen. Alexander Romanov hat einen Feind bei den Industriellen verwechselt. Was? Aufgebracht durch diese falschen Anschuldigungen sind die Gemäßigten zur Sache der Intellektuellen übergelaufen. Nein. Der Zar hat wieder irgendwas Lustiges angestellt. Okay. 5% Revolutionsfortschritt. 50% auf positive Partnerschaft oder sich rächende Fahnenflucht. Oder Romanov tritt zurück. -5%. Fehleinschätzung. -10% Interessengruppen. Pop-Anziehung. -25%. Also Rücktritt heißt ja nicht wirklich Rücktritt. Aber der Zar wird unbeliebter. Aber warte mal, er ist doch jetzt nicht Vorsitzender des Landadels geworden, oder? Das hätten wir auch mitbekommen. Nee, es ist Top-Leben. Das ist ja nur eine Forderung. Finde ich eigentlich gar nicht so doof. Fehleinschätzung für 2 Jahre. Das heißt, die Landadligen verlieren an Pop-Anziehung. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir sagen das mal. Ich denke mal nicht, dass der Zar jetzt zurücktritt. Das ist quasi so ein bisschen symbolisch gemeint. Die Forderungen werden laut, nennen wir es mal so. Ja, schaut mal, es ist eine starke Schwächung des Landadels. Jetzt haben wir noch ein Grubenunglück. Ein Minenschacht in Akmolinsk ist eingestürzt, sodass die Bergleute in den dunklen Stollen unter der Erde gefangen sind. Das schiere Ausmaß des Unglücks sorgt dafür, dass man in Akmolinsk und der ganzen Nation davon gehört hat. Hier ist dies passiert. Was gibt es denn da für Gruben? Kann nicht viel sein. Eine Eisenmine, meine Güte. Industriellen stärken wir. Gewerkschafter stärken wir. Landbewohner stärken wir. Gewerkschaften haben 1,5%. Da lohnt sich eine Stärkung, glaube ich, gar nicht. Wir stärken mal die Industriellen, weil am Ende, die sollen uns ja auch unterstützen beim Laissez-faire. Machen wir das mal. Sinne plus 8, das ist ganz gut. Zur Revolution. Oh Gott. General Lavre Rochestvinsky hat schwere Unruhen in Chiva bemerkt und vorgeschlagen, die Armee einzusetzen, um den Aufruhr in diesem Gebiet zu unterdrücken, auch wenn seine politischen Verbündeten ihn unterstützen, birgt der Plan von ihm ein hohes Risiko. Wir tadeln ihn und lehnen das ab. -2 bei den Streitkräften, das ist nicht so schlimm. Oder 66% +5%. 33% -5%. Ist mir alles im Moment zu riskant. Wir tadeln ihn und lehnen diesen Plan ab. Wir wollen jetzt wirklich Blutvergießen vermeiden. Ja, dadurch haben wir den Bonus nicht mehr. Ist einfach nicht so schlimm. Wir sind in der Annahmephase. Jawohl, bei 59%. Es läuft doch jetzt glatter als damals, als wir 88 hatten. Und ja, Radikalität steigt leider etwas. Aber es ist noch weit entfernt von 100. Das ist das Entscheidende für uns. So, hier mischen wir uns nicht ein. Ich will jetzt mal eine Sache nebenbei ausprobieren. Das ist, glaube ich, unkritisch. Und zwar das Thema nicht realisierte Steuern. Das ist immer heiß diskutiert bei vielen. Ganz eklatant ist es in der Südmandschurei. So. Und hier sind ja, das hatte ich ja mit Erschrecken festgestellt, hier leben ja über 9 Millionen Menschen. Das ist der Hammer. Dafür haben wir halt hier eine sehr, sehr kleine Regierungsverwaltung, Stufe 6. Vor allem sehr teures Papier. Ich will mal ein Experiment machen, ob es sich
rein rechnerisch von den Steuern her wirklich rentiert, hier die Verwaltung auszubauen in dieser Phase. Weil am Ende zahlt man ja auch für jede Stufe gewissermaßen etwas und die Frage ist, ob man mehr über Steuern reinbekommt, als man zahlt. Aus dem Grund werde ich Folgendes mal machen. Ich werde das Papier erstmal günstiger machen, um da eine faire Rechnung zu bekommen. Das heißt, wir sehen, wir haben beim Papier hier Ortspreise. Wir müssen doch eigentlich sehen, was wir hier direkt für ein Defizit haben, oder? Warte mal, wo? Hier, Verbrauch. Ne, ist das hier aktuell? Ja, genau. Also wir haben ein Defizit von 133. Ja, das ist genau das, was ich wissen wollte. Und jetzt bauen wir mal hier Papierfabriken. Eine bringt 100. Bauen wir einfach mal zwei, um den Papierpreis hier deutlich zu reduzieren. Und dann schauen wir mal weiter. Dann gucken wir uns mal an, was kostet eine Stufe Regierungsverwaltung. Dann gucken wir uns genau die realisierten Steuern an und dann sehen wir. So, Nahrungsersatz. Die notleidenden Menschen in Estland versuchen verzweifelt, so viele Lebensmittel wie möglich zu ergattern. Unheilvolle Warnungen von einem Rübenwinter verbreiten sich in der ganzen Region. So, wenigstens werden die Menschen durch Nahrungsersatzstoffe satt. Plus 2% Sterblichkeit. Okay, örtliche Lebensmittelproduktion mit allen Mitteln zu steigern. Minus 10% Kriegsfortschritt. Finde ich ganz gut eigentlich. Reduziertes Landwirtschaftssteueraufkommen. Wir machen das mal. Das ist natürlich jetzt nicht so entscheidend, weil es eh nicht über 77 im Moment geht. Aber man weiß nie, was noch passiert. Ne? Man weiß es einfach nicht. Deswegen lassen wir das mal so. Okay, wie hat sich jetzt eigentlich der Munitionspreis entwickelt? Liegt immer noch relativ hoch. Wir müssten definitiv noch mehr machen. Aber wir können mal gucken, ob die eigentlich schon voll sind. Ne, sind sie nicht. Gold in Alaska entdeckt. Sehr schön. Prima. Jetzt auch in Alaska. 4 Goldfelder. Das ist gut. Gut für unsere Bilanz. Aber nochmal zurück zum Ural. Munitionsfabriken. Okay. Saldo ist das Problem. Die Sprengstoffe sind zu teuer. Wir machen nicht ausreichend Gewinn. Ja, das ist das nächste Thema. Und für Sprengstoffe braucht man halt... Wo produzieren wir Sprengstoffe? Dafür brauchen wir halt Schwefel, nicht wahr? Schwefel, der okay ist. Dünger, der günstiger geworden ist. Papier ist hier auch günstig. Ja, gut. Wir werden es nochmal um eine Stufe erweitern. Hat vielleicht auch Effekt hier. Aber jetzt hier noch eine Sprengstofffabrik? Nee, machen wir nicht. So, der Mob nähert sich. In Shiva provozieren gewaltbereite Menschenmengen unsere Truppen immer mehr. Manche Stimmen in der Regierung fordern ein härteres Durchgreifen und gegen die Tauben den Rückzug der Truppen als ersten hoffnungsvollen Schritt zur Deeskalation sehen. Also gewaltsame Zerstreuung oder befehlen wir die Trupps zurück? Ja, ich glaube ja. Wir sind zwar bei 82. Jawoll! Okay, perfekt. Wir haben es. So, leider bringt das jetzt nicht, verändert das jetzt nicht die Revolution. Aber jetzt kommt ja der nächste Schritt. Wir haben jetzt erstmal eine gute Grundlage. So, wenn wir jetzt in Richtung Laissez-faire gehen, wie sieht die Situation aus? 15%. Und das Beste ist, Vladislav Ivelich billigt das, weil der ein Marktliberaler ist. Und damit geht das von minus 19 auf 1 und die Intellektuellen verschwinden aus der Revolution. Und damit ist das Problem gewissermaßen gelöst. Der Landadel geht wieder runter von 17 auf minus 3, aber weit entfernt von der Radikalisierung. Also das ist perfekt. Und jetzt wäre es noch optimaler. Wir haben jetzt Legitimität bekommen, wenn wir jetzt die Regierung nochmal wieder umbilden, die rauswerfen und die Industriellen reinbringen. Ah, schade.
Knapp unter. Also wären wir über 50, würde ich es machen. Aber wir sind nicht über 50, dann mache ich es nicht. Dann muss das so reichen. Wir checken das nochmal. Gibt es noch jemanden, der da mitziehen würde? Nee, wir haben nur die. Ah, die Kleinbürger würden noch mitmachen. Die Kleinbürger, die Intellektuellen, die Industriellen. Aber die Kleinbürger sind irrelevant. Die können wir gar nicht mit reinziehen. Gut, dann muss es so bleiben. Dann ziehen wir das jetzt durch und versuchen laissez-faire. Gibt es vielleicht einen Agitator? Wir können keinen holen. Also, 15% Erfolg, 5% Vorankommen, 55% debattieren, Blockade 24%, weil der Landadel dagegen ist. Na gut, das Wichtige ist aber, dass die Intellektuellen das jetzt alles ganz toll finden und damit jetzt das Ganze auf 41 runtergeht. Und das heißt, mit jedem Revolutionstick müsst. Ah, schaut mal, die Revolution ist weg. Jawohl! Okay, es gibt jetzt wieder eine neue Bewegung der Landbevölkerung, die ist aber ungefährlich. Protestbewegung, Zensus, Wahlrecht hat sich aufgelöst. Ah, meine Güte, jetzt sind erstmal die drängendsten Probleme vom Tisch. Eieieiei. Einmal durchatmen. Okay. Hier machen wir nicht mit. Nebenbei reduziert sich auch unsere Verrufenheit. Das ist ja eine gute Sache. Embargo Österreich-Preußen. Was gibt es eigentlich aktuell hier für internationale Konfliktlagen? Der Krieg scheint hier, boah, 116.000 Tote auf britischer Seite. Auf japanischer 67.000. Aber sie scheinen nicht erfolgreich zu sein, so wie es aussieht. Ja, sie würden zwar einem weißen Frieden zustimmen, aber sie stehen noch lange vor irgendwie Kapitulationswunsch. Ja, damit haben die Japaner den Briten auf jeden Fall widerstanden, so wie es aussieht. Tja, 15% ist nicht so dolle, ne? Aber die Intellektuellen jetzt sogar einigermaßen zufrieden. Avantgarde ist wieder aktiviert. Das ist gut. Und der Landadel wird hoffentlich nicht weiter runtergehen. Wir haben die Konservenfabriken freigeschaltet. Fleischkonserven für Lebensmittelfabriken, Fischkonserven. Die Frage ist, benötigen wir das? Wir haben eine leichte Unterproduktion von Lebensmitteln, ja. 275. Was wäre das dann für eine Veränderung? Wir haben 37 Lebensmittel, so Fleischkonserven. Also, wir würden weniger, das ist egal, wir würden deutlich mehr Eisen produzieren. Getreide, mehr Fleisch. Eigentlich ist das nicht so gut für uns, weil wir haben. Also Eisen und Fleisch würden wir mehr verbrauchen, Getreide deutlich weniger. Gucken wir uns das kurz an. Getreide haben wir halt einen Überschuss, der würde noch höher werden. Ist halt doof. Ja, Fleisch würden wir wahrscheinlich sogar zu wenig verbrauchen. Eisen haben einen leichten Überschuss. Ja, ich sehe da ehrlich gesagt jetzt kein Handlungsbedarf in dem Punkt. Es ist, wie es ist. So, das hier ist interessant. Die Papierfabriken in der Südmandschurei. Da gehen wir mal kurz hin. Und was haben wir hier? Ein Bündnis mit Großbritannien. Das ist ja ein faszinierender Vorschlag. Victoria von Hannover regiert. Gleichgewicht der Macht erhalten, das ist auch in unserem Sinne im Moment. Konservative Agenda, Rohstoffe. Erstaunlich.
Okay. Können in Diplomatiespielen immer füreinander Partei ergreifen, ungeachtet dessen, ob die andere Seite ein aktives Interesse an der betroffenen Strategieregion hat oder nicht? Ach, ich finde das nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wir haben alle unsere Interessen hier durchgesetzt. Eigentlich das nächste interessante Ziel für uns ist das Thema Osmanisches Reich und Balkan und da ein Bündnis mit den Briten zu haben. Ich glaube, wir nehmen das mal an. Kostet uns natürlich auch Einfluss, aber das hatten wir ja zur Zeit. So, wir schauen mal hier, wie es jetzt mit den Papierfabriken läuft. Also wir wollen den Papierpreis erstmal drastisch reduzieren. Wie sieht es hier aus mit der Qualifikation? Das scheint hinzuhauen. So, zwielichtige Verbindungen. Verdrossen über einen langwierigen Gesetzgebungsvorgang ist Wladislaw Iwelich, das Oberhaupt der Intellektuellen, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönliche Verbindung in den Staatsapparat nutzt. Hat er diese? Okay. Minus 20% Erlassungszeit ist gut. Landadel geht wieder minus 2 runter. Da habe ich Schiss vor. Das machen wir nicht. Wer weiß, was dann wieder passiert. Nee. Das ist mir zu riskant. 10% Erlassungszeit muss ich in Kauf nehmen, aber das ist mir zu riskant. Nicht wieder so etwas forcieren. Wobei, man muss dazu sagen, der Landadel ist jetzt, schaut mal, deutlich schwächer geworden. Durch einige Effekte, die aktuell wirken. Die mir aber hier irgendwo nicht angezeigt werden. Wir hatten in den Events einige Sachen gewählt, die schwächen, was echt spürbar ist. Leider die Kirche. Die nimmt wieder zu an Einfluss. Industriellen jetzt aber auch langsam. Intellektuelle stagnieren etwas. Landbewohner werden auch immer mächtiger. Nun gut. So, Gold in der äußeren Mandschurei erschöpft. Okay. Was machen wir? Wir sagen Pech oder... Ja, was für ein Pech, das ist nicht so entscheidend. Aber wir können ja jetzt... War es nicht so, dass wir die Goldfelder selber... Ach hier, Goldminen, genau. Die werden wir jetzt selber mal ausbauen. So, wie sieht es jetzt hier aus mit den Papierfabriken? Ja, es geht sehr zäh voran hier, ne? Wir müssen das erstmal abwarten, um wirklich hier einen guten Papierpreis zu haben, um dann eine gute Grundlage zu haben für diesen Test. Okay, ein guter Jahrgang in Armenien. Wein, der gelobt wird. Prestige oder Weinausstoß? Nehmen wir mal Prestige mit. Finde ich schön. Ich fürchte nur, diese Laissez-faire-Angelegenheit, die wird sich doch hinziehen. Ne? Wir haben ja jetzt schon die verlängerte Phase. Erfolgswahrscheinlichkeit ist sehr gering. Oh Gott, der Landadel ist jetzt schon bei minus 6. Oh. Karl Marx wurde von der Französischen Republik ins Exil geschickt. Oh cool, Karl Marx ist da. Ja, großartig. 52. Ah, wir sind noch so weit entfernt davon, irgendwie überhaupt in der Richtung nur ansatzweise was zu haben. Gold in Jakutsk ist erschöpft, okay. Auch hier sagen wir, was für ein Pech, aber auch hier können wir wieder selber Goldminen nachlegen. Was wir natürlich machen. Ja, wenn ich mir anschaue, die Gewerkschaft bei 1,3%. Wir sind doch so weit entfernt davon, hier irgendwie sowas wie eine ansatzweise sozialistische Bewegung zu haben. Wahnsinn! Ja, okay. Die Debatte war erfolgreich. Wir haben 10% Beschlusswahrscheinlichkeit immerhin erhalten. Ich will mich nicht beschweren. Das ist schon eine schöne Sache. Ich meine, vielleicht gibt es irgendjemanden, den wir als Agitator für die Laissez-faire-Angelegenheit vielleicht bekommen können. Aber das ist erst im Jahr 1877 der Fall. Was wir jetzt allerdings nochmal forcieren können, sind diese Geschichten hier. Zum Protektorat machen.
Wahrscheinlichkeit von 3%, dass sie annehmen. Aber die anderen steigen nicht mit ein. Insofern können wir das forcieren. Tscherkessien lehnt das ab. Ja gut, da wird es dann zum kleinen Konflikt kommen. Das andere können wir nicht gleichzeitig starten. Ja, also ich sag mal so, laissez-faire wäre schon echt auch eine radikale Verbesserung zu unserer jetzigen Situation. Das wird, glaube ich, die Wirtschaft so richtig zum Explodieren bringen, kann ich mir vorstellen, weil einige Fesseln gelöst sind. Und das sollte uns natürlich in Richtung sozialistische Bewegung dann auch deutlich weiterhelfen. Ich will jetzt nicht alles schwarz malen, aber das Ziel ist weit entfernt. Es ist wirklich nicht einfach. Die dritte Armee wird mobilisiert und hier an die Front geschickt. Ja, er hat den Vormarschbefehl. Gott sei Dank erklären alle Neutralität. Zu den Waffen. So, dass es eine reine Formalie sein sollte. Wir haben ja jetzt auch teilweise die besten. Oh nein, nein. Wir haben eine Blockade erlebt. Das kann doch nicht sein. Dünger freigeschaltet. Das ist gut. Düngerfabriken sind effizienter. Oh, das ist ja jetzt so bitter. Ey, wenn das jetzt scheitert, das kann nicht sein. Revolution, ein Religionsaufstand in der Französischen Republik. Dramatisch. Dramatisch. So, wir müssen ein neues Ziel wählen. Dynamit ist, glaube ich, ganz stark. Weil uns es gerade bei der Kohle nochmal hilft. Was sind unsere größten Probleme jetzt aktuell ökonomisch? Glas können wir einfach umstellen. Kohle ist ein bisschen teuer und Stahl. Das ist also kein so richtig großes Thema. Lebensmittel, da könnten wir was machen. Kaffee ist egal. Opium gibt es, glaube ich, keine verbesserte Anbaumethode, ne? Die wir erforschen können. Gibt es in der Munitionsproduktion irgendwas, was man tun kann? Warte mal, gucken wir uns kurz an. Sprenggranaten. Dynamit. Ei. Okay. Gut, das spricht doch dann für Dynamit. Doppelt gewissermaßen. Nehmen wir das mal als nächstes Ziel. Und wir hatten noch gerade, genau, wir gucken uns mal die Düngerproduktion an. Dünger allgemein kurz mal gecheckt. Dünger ist bei plus 7%. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Minus 135. Das Problem natürlich ist, für Dünger brauchen wir Schwefel. Wobei Schwefel sieht ganz gut aus. Ne? Ich denke, wir können auf verbesserten Dünger umstellen. Das wird den Dünger jetzt extrem günstig machen. Mit einem Schlag. Mexiko hilft den Franzosen. Plus 161 über... Ja gut, halt ne, hier. Plus 235. Da könnte man sich überlegen, ob man hier noch was verändert. Reisfelder sind noch nicht alle auf Dünger umgestellt. Das ist aber, glaube ich, nur eine Kleinigkeit. Halt ne. Ja. Ah, wir brauchen aber nicht mehr Getreide. Ja, das... Okay, alles klar, das ist eine neue Methode, die habe ich jetzt noch gar nicht. Wir waren ja eigentlich beim Boden anreichenden Ackerbau. Das ist Quatsch. Ich stelle hier nicht auf Dünger um. Können wir irgendwas anderes umstellen? Nee. Nee, 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 nee. Also hier werden wir tatsächlich nichts verändern. Das ist aber okay, dann wird einfach Dünger nur billiger, was allgemein natürlich unseren Betrieben auch nützt. Das ist schon in Ordnung. Da brauchen wir uns nicht beklagen. Ja, heftiger Bürgerkrieg. In den Kolonien allerdings nichts. Also.
Wir gucken hier nochmal runter. Papierfabrik. Boah, das ist ja absolut... Okay, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Aber warum? Liegt es jetzt an der Qualifikation? Tatsächlich, es liegt wohl an der Qualifikation. Konnten keine Kapitalisten anwerben, aufgrund von Klerikern, Baumwollplantagen sind zufrieden. Gut, wären auch nur 4 qualifiziert. Ja, das ist natürlich doof. Das heißt, da kommen wir überhaupt nicht weiter mit dem Thema Papier. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, also wir berücksichtigen jetzt beim Thema Regierungsverwaltung die Tatsache, dass das Papier teuer ist. So, wir schauen mal. Aber wie misst man das jetzt allgemein am besten? Das ist schwer. Das Problem ist, dass hier mit unterschiedlichen Zeiträumen gemessen wird. Diese 22.000 unrealisierte Steuern. In welchem Zeitraum ist das gemeint? In 4 Wochen? Im Jahr? Was ist das für eine Angabe? Wenn ich das weiß, kann ich ja entscheiden, ob sich das rentiert oder nicht. Ja, ich verstehe, was ich meine. Also hier wissen wir, für die Regierungsverwaltung bezahlen wir pro Woche 7.200. So, das wissen wir hier. Aufgrund von Papier und Gehältern. Aber ist die Angabe hier auch eine Wochenangabe? 22.000, verdienen wir pro Woche 22.000? Das ist der spannende Punkt. Wir probieren es trotzdem einfach mal aus. Ne? Also ich werde jetzt hier, sagen wir mal, eine Stufe Regierungsverwaltung, damit man es gut messen kann. Wir sehen auch schon, was das an Unterhalt kostet. Wir probieren es mal. Und dann gucken wir, wie sich die Steuereinnahmen dort verändern. Und dann haben wir mal einen groben Anhaltspunkt, wenn das wirklich eine Wochenanzeige ist, was ich nicht genau weiß. So, wir werden das hier schon mal einloggen. Okay, das Ganze ist komplett besetzt. Landbewohner sind offensichtlich sauer. Das geht fast schon in Richtung Radikalität beim Landadel auch schon wieder. Was ist denn da schon wieder los? Ja, schaut mal. Ist gegen die Veränderung und geht von minus 7 auf minus 27. Aber das verstehe ich nicht. Aber wahrscheinlich, weil die positiven Effekte jetzt langsam abklingen oder so. Das heißt, wir haben schon wieder hier eine unschöne Situation. Aber es gibt ja noch nicht mal eine... Doch, es gibt eine Protestbewegung. Ja, könnte sein, dass sie damit reingehen. So, da haben wir die Kapitulation. Sehr schön. Wir machen weiter hiermit. Autonomie verringern. Das werden sie annehmen. Perfekt. Okay, alles andere dauert dann erstmal wieder ein bisschen. Dann haben wir dafür Ruhe gesorgt. Und hier ist die Sache mit der Regierungsverwaltung gleich durch. Setzt natürlich auch voraus, dass wir wiederum einstellen können, sonst kann man das auch wieder nicht richtig bemessen. Schwierig. Abweichler tanzen aus der Reihe. Für Beobachter von außen mag es so wirken, als stünden gewisse Menschen bei den Intellektuellen fest hinter der Idee des Laissez-faire. Doch hinter dieser Fassade der Einheit schwert schon lange die Zwietracht. Nun hat eine Clique von Abweichern endgültig genug und hat wegen der Frage nach dieser Reform mit den anderen Mitgliedern gebrochen. Verdammt, minus 15% können wir nicht in Kauf nehmen. Minus 10%. Wir müssen einen Neuentwurf machen, hilft nichts. Ein Rückschlag, aber wir sind wieder bei 15%. Meine Güte, das ist eine schwere Geburt. Vor allem, weil gleichzeitig die Unzufriedenheit beim Landadel immer weiter ansteigt. Aber wir sind jetzt im Jahr 77. Gibt es vielleicht jetzt schon Agitatoren für uns, die wir nutzen können?
Nein. Bis wann? Bis 3. August 1877 können wir niemanden einladen. Viele Leute werden verbannt. Man kann nur hoffen, dass da auch Leute dabei sind, die sich für laissez-faire einsetzen. Denn dann können wir sie im August engagieren für unsere Sache. Liebe Leute, aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine Pause. Ja, schwieriger Moment. Aber wenn das klappen sollte, und das wäre so wichtig für uns, dann käme das schon einem wirklichen Durchbruch gleich, muss man einfach mal sagen. Aber ich schaue mit Sorge auf die zunehmende Radikalisierung des Landadels und der Landbewohner. Nun ja, bis bald, macht's gut, euer Steinwallen. Also bis zur nächsten Folge.